haben ja eine Menge mitgebracht. Wir wollen da gar nicht alles verraten, aber vielleicht so zum neugierig werden. Haben Sie ganz kleine Kostprobe für unsere Zuschauer? Frau Tietchen, ja, der Lenz ist da. Die Männer singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Frau Tietchen, du, der Spargel wächst. Frau Tietchen, ja, die Welt ist grün. Komm, lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama: Frau Tietchen, die ist wunderbar. Yo, yo. Begeistert. Ich bin total begeistert. Also es kann jetzt von mir aus die ganze Sendung über so weitergehen. Wird's ja auch, ne? So ein bisschen. Natürlich. Ja, also wir haben ja nicht nur das Original, das ist ja mein kleiner grüner Kaktus, steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Sondern wir sind mit dem kleinen grünen Kaktus ein bisschen um die Welt auch gereist. Mhm. Also den Kaktus haben wir ja damals komponiert in den 20er Jahren, als wir jung waren. Ach so. Wir sind dann nachher in die USA gereist. Dort hatten wir massive Einreiseprobleme, aber hier Frederik, unser kleiner Bruder, der hat das ganz geschickt gelöst. Ich rauche gerade meinen Kaktus hier draußen am Balkon. Hollari, hollaro, holla. Yo, yo, wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen kleinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Ich rauche gerade meinen Kaktus hier draußen am Balkon. Hollari, holla, ho, holla. Yo, yo. Das war in den USA und wir sind dann irgendwann mal auch in Spanien. Da haben wir diese Gypsy Kings, kennen Sie die? Ja, ja, kenn ich. Angeblich die besten Liebhaber der Welt. Den haben wir erstmal gezeigt, wo der Kaktus hängt. Ole, unser großer Bruder, vorne weg. Un, dos, tres. Ja, vielen, vielen Stunden stehe ich unter dem Balkon. Dort steht nur ihr grüner Kaktus, das ist nun mein ganzer Lohn. Holladi, holladu, holladi, holladu. Sing ich zu der Gitarre, da steht sie auf dem Balkon. Ole! Und eigentlich sind wir richtige Rock'n'Roller. Wir haben also natürlich auch ein bisschen Marius mit da drin. Der hat mal Vorband bei uns gemacht in der AOL Arena. Oh, dann bin ich das geht dann so. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollaro. Was brauch ich ohne Rosen? Was brauch ich ohne Mund? Hollari, hollaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spielt, hollari, hollaro. Habe, würde sich im Grab umdrehen. Sensationell, wirklich toll. Also, wie man aus einem Stück alles machen kann, ja. Also aber auch schon, ich kann nicht mehr. Wenn wir auf Weltreise gehen, wir drei, Fraxhausen, düdap, düdap, und unsere Mutter ist nicht dabei. Fraxhausen, düdap, düdap, wenn wir ins Bordell gehen, einmal im Jahr, und treffen dort unser Papa. Fraxhausen. Gibt es für Sie eigentlich so Hobbys neben dem Musizieren? Gibt es ein Privatleben, Torge? Auf jeden Fall. Also ein ganz großes Hobby bei mir ist zum Beispiel Marmelade kochen. Und Marmelade. Das passt natürlich, ich weiß gar nicht, das passt ja wunderbar. Ich habe ein bisschen Erdbeermarmelade mitgebracht. Dann Frederik und Ole haben mir noch ein bisschen geholfen heute Morgen. Nein, auch das glaube ich. Das ist wirklich Erdbeermarmelade. Ja. Die haben Sie können gemacht? Sie nachher schön, wir haben das natürlich immer mit, wenn wir auf Tour sind, weil im Hotel die Marmelade meistens nicht so lecker ist. Und wir kochen selbst. Also nicht alles, aber wir kochen schon die Marmelade selbst. Das glaube ich immer hier in diesem kleinen, doch, doch, auf unserem kleinen Bauernhof. Ich meine, auch unsere Gage ist hier immer drin. Das sind noch die Eisenscheine von, zum Beispiel auch diese kleine Blockflöte. Nein, kann man da auch nicht. Das war ja früher ein großer Reisekoffer, den hat Frederik bei 90 Grad gewaschen. Aber wir gucken mal, ob wir das jetzt, sollen wir mal probieren? Ja, bitte, das kann mir gar nicht Bursche immer darüber spielen. Eingelaufen. Ne? Auch eingelaufen. Furchtbar. Eine arabische Weise war das. Unglaublich. Das ist schon phänomenal. Ja, das also Wahnsinn. Ja. Was ist das da? Das ist, er nennt sich, früher wurde das aus einem Pferdegebiss gebaut, dieses Instrument. Deshalb sagt man immer noch Pferdegebiss dazu. Wörn Spengel, ganz groin, ach der die Ohren. Man alle Törner, der lässt mich noch in Ruhe. Ich gut tanzen und zoomen, es wird dafür geboren. Und all die Haare, die flögen wie Furztum. Ich wurde Öller und mit Leben, das wär nett. Mann mit der Arbeit, doch heigt das nicht so. Denn heute ich's ein Infall hätt. Von morgen ab bin ich ein Gigolo, ne? Ich bin schon Mann und eins, was ich kann, das ist der Säugentieren zum Garn. Und so geht das dann immer weiter, ne? Vor ein paar Jahren auch bei der Staatsoper mal vorgepfiffen. Ich bin eigentlich Solopfeifer. Mhm. Also dieses, das ist natürlich sehr speziell, diese Königin der Nacht, ne? Hab ich erkannt.
Simone Young wollte mich leider nicht nehmen. Die Gagenforderungen waren, glaube ich, zu hoch. Ich weiß es nicht. Unbegreiflich. Oder Frederik, du warst auch irgendwo anders noch, ne? Ich habe 1929, als die Weltwirtschaftskrise war, da waren die Zirkusse in unserer Stadt, die waren alle insolvent und konnten sich keine Pferde leisten. Und ich habe dann außergewöhnliches Talent, dass ich halt ein Pferd imitieren kann und gleichzeitig auch noch die Musik machen kann. Nein. Und das spart natürlich eine Menge Geld. Und das habe ich mir bis heute eigentlich erhalten. Wie geht das? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, genau. Ole, du warst ja auch irgendwie unterwegs, ne? Was war denn das? Da ist richtig, ja. Ich habe mit Chuck Berry zusammen, habe ich ja damals 1945, gleich nach dem Krieg, habe ich Johnny B. Goode geschrieben. Aha. Und damals gab es ja noch gar keine E-Gitarren. Das kam ja erst irgendwann in den 50ern. Und wir haben das damals dann erstmal auf der Ukulele gespielt. Und das klang dann halt immer so. Ich bin begeistert. Also ich glaube, wir haben schon eine Menge hier Leute. Wir haben den Ort gewechselt. Wir haben uns jetzt hier an den Tisch gesetzt. Finde ich sehr nett. Was gibt's denn? Suppe. Suppe. Suppe? Ja, Suppe. 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 Nein, Curry-Bananensuppe. Suppe, wir wollen Suppe. Mit Mandelblättern. Suppe, wir wollen Suppe. An ausgepeitschte Suppe, Pänchen. Wir wollen Suppe. Mit geschmolzenen Tomaten. Suppe, wir wollen Suppe. Ja, Suppe, Suppe, Suppe. Wir wollen Suppe. Ein Hauch muss Suppe, wir wollen Suppe. Und obendrauf ein Abschluss. Hier klatschen sie auch alle im Hintergrund. Jetzt müssen Sie noch mal sagen, wenn Sie sowas einstudieren, ja, ich meine, das ist ja, das sieht ja so locker lässig aus. Wie lange brauchen Sie für so eine Nummer, bis die sitzt? Also die Nummer hat sehr lange gedauert. Also das ist immer wieder über mehrere Proben, wochenlang, immer wieder Sachen verfeinert, verbessert. Das war jetzt auch nur ein Ausschnitt, die geht dann noch ein bisschen länger und so. Da muss man auch natürlich Publikum nochmal reagieren und so und gucken, wie es dann im Konzert kommt. Also halbes Jahr. Wir haben es zu Beginn mit echter Suppe gemacht. Das war natürlich eine Riesenschweinerei. Ist mir ganz lieb nach der Marmelade, dass nicht auch noch Suppe im Topf war. Also mir hat es riesen Spaß gemacht.